Herzlich willkommen zu dieser kurzen Vorstellung des Studiengangs Germanistik an der Universität Sidi Mohammed Ben Abdullah. Sie erfahren hier in aller Kürze, was Sie erwartet, wenn Sie sich für diesen 6 Semester dauernden Studiengang entscheiden. In den ersten 2 Semestern liegt der Fokus auf der Sprach- und Kulturvermittlung, damit Sie sprachliche und interkulturelle Kompetenzen aufbauen können. Ab dem 3. Semester beschäftigen Sie sich auch mit der Literaturgeschichte des deutschsprachigen Raums. Sie werden Termini, Epochen und wichtige Vertreter der neueren deutschen Literaturgeschichte kennenlernen. Ebenfalls ab dem 3. Semester dürfen Sie die Wissenschaft von der Sprache, die sogenannte Linguistik, als neues Fach entdecken. Sie werden sich mit grundlegenden Begriffen, mit Theorien und Teilbereichen der Linguistik auseinandersetzen. Aber auch Themen aus den Bereichen interkulturelle Studien, Kulturgeschichte, Übersetzung in theoretischer und praktischer Hinsicht sowie Methodik und Didaktik der DAF-Vermittlung sind Teil des Germanistikstudiums. Welche beruflichen Perspektiven haben Sie mit einem Germanistikstudium? Zum Beispiel könnten Sie Deutsch an Sprachlehrinstituten unterrichten. Sie könnten aber auch in der Verwaltung verschiedener inländischer und ausländischer Institutionen arbeiten. Eine andere Möglichkeit ist die Tourismusbranche. Sie könnten deutsche Touristen durch Marokko führen. Beschäftigungsmöglichkeiten finden Sie auch im Bereich Übersetzen, Dolmetschen. Dafür müssen Sie natürlich ein Übersetzungsstudium absolvieren, wie zum Beispiel am König Fahd Institut für Translation in Tanga. Diese und weitere Möglichkeiten sind für Sie offen. Sie müssen nur die entsprechende Motivation mitbringen, wie unsere jetzigen Studierenden. Hallo, ich bin Asma Unstaker, ich studiere Germanistik im 6. Semester. Ich habe diesen Studiengang gewählt, weil ich mich so sehr für die Sprache, Kultur und Geschichte der Deutschen interessiere. In der Zukunft möchte ich gerne meine Studium in Deutschland fortsetzen und danach nach Marokko zurückkehren, um hier als Journalistin oder Professorin zu arbeiten. Hallo, ich heiße Rita Jlel, ich bin 20 Jahre alt, ich studiere im 6. Semester Germanistik an der Universität von Fes. Die Germanistik ist als Fach reich an verschiedenen wissenschaftlichen Fächern, wie zum Beispiel Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte. Deshalb habe ich mich für die Germanistik entschieden. Das ermöglicht mir das Kennenlernen der deutschen Kultur und Sprache. Ich möchte gern nach Deutschland, um dort im Bereich Journalismus weiter zu studieren.